So, und damit hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Ausgabe von Ich kack ab in Rocket League. Ne? Ungefähr. Und mit dabei natürlich wieder Danonic. Und guck, wie hallo. Du das mittlerweile auch in Voice, wenn du magst. Achso, das habe ich ja ganz vergessen dir zu sagen. Hier aber das mit dem... Ach, da ist er. Der hängt aber in der falschen Wartehange. Hi Cookie, ich habe extra da oben die Wartehalle gemacht. Ich habe dich gar nicht gesehen da oben in dem anderen Voice. So, wie er es macht, wer erstellt, wie machen wir es? Ich fail immer. Ihr macht erstmal, ich muss doch hier selber machen. Ja, oder so, ja, dann mache ich halt Gruppe erstellen. Ah, ich hab's geschafft, ich muss ja, das so ich noch bin auch schon den Schrein aktivieren und speichern. Dann bin ich auch schon da. Ja, okay, dann warte ich einen Moment, ich muss den Cookie noch gerade mal ein bisschen leiser drehen. Ja. Ich dachte, du wolltest die PC-Version spielen. Du, nachdem du dann gesagt hast, du kommst dabei, hab ich mir gedacht, dann nehme ich lieber die Switch. Ging halt einfach darum, dass er keine Lust hatte, das jetzt umzustecken. Jetzt habe ich es doch umgesteckt. Aber wenn dann halt jemand von der Switch mitspielt, dann lohnt sich das ja schon. Also guck, ich hatte ja, auch für dich zur Erklärung, ich habe hier ein langes HDMI-Kabel gelegt und da hinten in meinem Schrank steht Wii U und Switch halt nebeneinander. Okay. Nur halt hinter mir im Schrank. Ist alles nicht so, steht nicht bei meinem Rechner, nicht mehr, nachdem ich umgeräumt habe. Und dann meine Capture Card geht halt, ja, ein 10 Meter Kabel hier vom Rechner nach da hinten. Ich habe da hinten ein kleines Museum. NES hat nicht jeder mehr daheim. Zumindest in Originalen. Aber Nonek. Yep. Das, hast du das auch gesehen, was der Darkling da gepostet hat? Also, dass du mittlerweile schon N64 auf dem SNES Mini Classic zocken kannst? Ja, ich fand es aber jetzt nicht überraschend. Das war mir halt klar. Ja, ich wusste nie, was für eine Hardware da drin steckt. Von der Leistung her, weil für den N64 brauchst du halt eigentlich eine gewisse Leistung muss da sein. Find mal irgendwas an Technik, was zu schwach ist, um N64 abzuspielen. Ich glaube, das ist heute die größte Herausforderung, als das zum Laufen zu kriegen. Du, der N64 ist der einzige, was Emulation angeht, die sich noch ein bisschen sträubt, gerade was der Ton betrifft. Ich meine, gut, ich mit der Shield hab da hinten, ne? Weiß nicht, ob du es bei mir oder im Discord gesehen hast, leichte Auswahl. No, nee, wer war? Ich habe auch Leute gehabt, die sich gewundert, dass Nintendo da nicht vorgegangen ist beim SNES Mini, dass das geht. Was beim NES ja schon alle gemacht haben. Nachdem ich mich da mal kurz informiert habe, interessanterweise, es ist genau die gleiche, aber 1:1 die gleiche Hardware aus dem NES Mini Classic drin, ne? Ja. Da siehst du, wie kräftig der dann schon war, wenn es dieselbe ist. Ich habe mir einfach nur gedacht, warum sollte Nintendo da was gegen machen? Was haben die davon? Dieses Ding wurde gekauft, ging wie geschnitten Brot, also von daher, denen ist das doch wurscht, ob die Leute sich jetzt da 1-2 Spiele mehr platzen. Das Teil ist fertig, da kannst du ja nichts mehr verkaufen, außer Controller und Ladekabel. Und so, die Spiele sind fertig drauf. Du kannst das nicht online benutzen, gar nichts, das ist dir noch egal, was du damit machst. Im Endeffekt. Und so viel drauf machen, wie sie manche wollen, geht bestimmt eh nicht, weil der hat auch nicht unendlich Speicher. Ich glaube, erweitern geht auch nicht. Deswegen, als ich das gelesen habe, habe ich mir überlegt, muss ich es jetzt doch bereuen, dass ich ihn damals abbestellt habe? Du bist ja ganz kurz AFK, Moment. Okay. Okay, dann machen wir schnell ein Rennen. Online spielen. So, was bin ich denn eigentlich? Sieht noch nach Silber 3 aus. Ich ziehe euch jetzt eh wieder alle runter, keine Angst. Ja, weil ich das halt gesehen habe, SNES Mini Classic, N64 Spiele drauf. Aber ich, wie gesagt, ich habe meine Shield. Da läuft alles. Beitritt! Ist eigentlich überhaupt noch wer im Stream, der mir mal sagen kann, ob es einigermaßen flüssig läuft? Geschweige denn, weiß einer, ob die Switch-Version, ne, die hat auch nur 30 FPS, oder? Hätte ich mir den ja heute fast sparen können, den 60 FPS Stream. Ich bleib mal hinten. Boah, das ist das Esser nur mit League. Ich komme immer auf die Joy-Cons, dann gehen die an und dann will er, dass ich Nutzer auswähle.
ich bin letztens verzweifelt, weil ich dachte, wo ist der Ball? Wieso ist die Ballkamera nicht an? Ich hab mein Headset nämlich auch so auf die Joy-Cons gelegt. Ich lieg jetzt mal ganz weit weg. Ja. Oh Gott, nein, der kann fliegen. Ich kann auch fliegen. Ich auch. Ich nicht. Ja, aber beim SNES ist es halt egal, ne? Fertige Konsole, nur offline und das juckt halt niemanden. Wenn du auf der Switch, wo Leute online spielen und Spiele separat verkauft werden, hackst, ist das was anderes. Da gehen die gegen vor. Ich hoffe ja, dass es wahr machen, was sie gesagt haben, dass der wirklich der NES und der SNES Mini Classic nochmal wiederkommen. Ja, auf jeden Fall. Allein schon, wie die sich verkaufen, ey. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich mir wirklich irgendwann einen holen würde, Super Cookie, dann wirklich nur fürs Regal. Aber hast du nicht ein NES Classic Mini? Nein. Ach so. Ein NES Classic habe ich damals verpasst, konnte nicht mehr vorbestellen. Ein SNES, ich gehe vor, Classic Mini hatte ich vorbestellt, aber hab's dann, weil ich mir gedacht habe, ich brauche den im Endeffekt gar nicht wegen der Shield, habe ich ihn dann wieder abbestellt. So. Ich meine, ja, hätte ich ein NES gehabt, hätte ich mir auch kein SNES geholt. Weil im Endeffekt, ich sag dir ganz ehrlich, ich sammle ja, ne? Ich würde mir den aber wirklich, so wie er ist, mit OVP kaufen, ins Regal stellen und da wird er bleiben. Mehr würde ich damit nicht anfangen. Ja. Weil dann habe ich mir überlegt, komm, das machst du mir irgendwann, wenn sie wirklich wieder produzieren, wird der auch günstiger. Und dann schauen wir mal. Ich finde das auch viel zu teuer für so ein Teil. Weil was wird da für eine Technik drinstecken? Nicht viel. Die Hardware, die da drinsteckt, kostet die vielleicht 15 Euro, wenn es hochkommt. Bestimmt. Wenn es hochkommt. Da sind wir doch ganz... Vor allem Massenbestellung, Massenproduktion ist immer billiger. Und dafür ein so ein Teil 100 Euro kriegen, ist schon eine Goldmine. Nachdem ich dann heute mal nachgelesen habe, dass bis auf das Gehäuse und vielleicht die Controller das ganze Ding 1:1 ein NES Classic Mini ist, von der Hardware her, und der irgendwie, ich glaube, 30 Euro mehr kostet als der NES, ist das eigentlich auch schon wieder fast Abzocke. Ja, mir war das aber klar. Wir hätten jetzt das Tor gemacht, oder? Ja. Du, wenn N64 Mini kommt, wird ja auch ja dieselbe Hardware haben. Läuft da drauf? Wollte ich gerade sagen, ich gehe vor. Wenn es läuft, nicht? Werden sie das O-Shot. Cheat, ich hab keinen Boost, Boah. Dann kann ich noch Boost holen. Ich werde mir einen Teil davon holen. Und kein weiteres. Im Endeffekt, wenn es dieselbe Hardware ist, wofür? Ich weiß halt noch nicht, wie viel Speicher da drauf ist, was du da alles speichermäßig draufklatschen kannst. Da darf ich mich vorher informieren halt, ne? Aber man muss dazu sagen, spätestens beim N64, glaube ich, müssten sie vielleicht den Speicher mal ein bisschen... Nein. Du kannst ja auch die Controller separat kaufen und da anschließen. Jo, die haben eh alle den gleichen Anschluss. Du kannst ja auch Classic-Controller und so weiter anschließen. Genau, ne? Und ich hab auch einen Classic-Controller. Den hab ich auch noch hier rumfliegen. Den schwarzen also, auch. Ich hab den weißen, der Pro oder wie der damals hieß. Ich hab den weißen ohne diesen komischen Grips da dran. Ne, ich hab den schwarzen mit den Grips. Wie gesagt, ich glaube, der hieß Pro. Ja, da hieß Classic-Controller Pro, ja. Ich hab den normalen Classic-Controller. Ist aber dasselbe halt, ne? Damals irgendwie für 5 Euro billig ersteigert oder so. Das ist auch nur ein Stück Plastik. Krass. Meiner hat 50 Euro im Laden gekostet, damals. Habe ich aber zu Weihnachten so gekriegt, den habe ich mir nie gewünscht und habe meine Mutter so gekauft. Zufälligerweise. Für die Wii U hätte ich gerne mal einen Pro-Controller gehabt, aber ganz ehrlich, der war mir dann auch ein bisschen zu... Nee. Ja, hätte ich eine Wii U gehabt, hätte ich mir dann wahrscheinlich auch geholt. Weil Gamepad ist mir zu klobig. Vor allem für Splatoon oder so. Platoon konntest du nur Gamepad benutzen. Nein, auch Pro-Controller. Ach, toll. Danke, Cookie. Ich weiß es nicht, weil ich einen Pro-Controller nicht hatte, aber... Wobei, nee. Ich glaube, im Dojo ging das nur mit dem Pro-Controller, war. Was du nur das Gamepad benutzt? Das ist ja Krampf. Ja, eigentlich schon. Was denn? Das Gamepad? Ich finde das gar nicht so schlimm. Dafür, dass das so groß ist, liegt das unglaublich gut in der Hand, wie ich fand. Oh, Leute. Du, ich kenne das Gamepad. Nur ich kann damit kein Splatoon spielen wegen Bewegungssteuerung. Ich kann das nicht so hin und her neigen. Ja, für alles andere ging's ja. Ich kann auf der Switch alles im Handheld-Modus spielen, außer Splatoon 2. Einfach weil mir das Handheld-Ding zu groß ist für Bewegungssteuerung.
Ja, Kev sagt auch gerade, ging nur das Gamepad wegen dem Springen. Ja, aber man hätte es ja wie aus Splatoon 2 machen können, mit einer Karte auf dem Bildschirm, ne? Ja, nur wie? Wie bei Splatoon 2? Also, ich fand sie bei Splatoon 1 aber ganz praktisch, dass das so ging. Einfach nur draufklatschen und gut ist. Ja, ich weiß ja, wie es bei Splatoon 1 war. Ich finde es aber tatsächlich bei 2 besser, einfach weil ich nicht auf dem Gamepad gucken wollen würde. Ich halte meinen Controller immer unterm Tisch. Weil ich immer vorm Tisch sitze. Mit dem Gamepad könnte ich das gar nicht vernünftig machen. Nur dann müsste ich mich nächstes Mal anders hinsetzen. Jetzt gehe ich mal vor. Yay! Bam. Und versaut. Aber Gamepad mit Bewegungssteuerung stelle ich mir schlimm vor. Oh, es geht. Da habe ich im Handheld-Modus auch riesige Probleme mit, deswegen spiele ich nur absolut die Bewegungssteuerung nicht. Die hatte ich nicht mal ins Splatoon benutzt. Nein! Doch, Splatoon muss für mich mit Bewegungssteuerung. Das ist auch das einzige Spiel, wo ich sage, das spiele ich im Handheld-Modus. Einfach weil es für mich nicht geht. Was, Kev? Du übrigens, Kev, du kannst auch gerne noch in Voice, ne? So ist das ja nicht. Findet Splat 1 deutlich besser? Ja, er findet Splatoon 1 besser. Sagt er auch öfter schon. Ja gut, sagen wir doch mal ganz ehrlich, Splatoon 2 ist 1,5. Viel Neues gab es da jetzt auch. Nein, das neue Sachen, diese neuen Sachen und so mag er alles. Selber war und so findet er cool, aber der Rang, das Ranked, ist halt anders. Du kannst jetzt nicht mehr mit Freunden hochranken, sondern nur noch alleine, was ziemlich dumm ist. Echt? Das ist auch doof. Und verbindungstechnisch hat halt beim ersten Teil alles geklappt. Was bei 2 nicht mehr so der Fall ist. Nein. Du kannst halt jetzt Ligakampf und so zusammenspielen, wo du dann dich in der Rangliste eintragen kannst als Team. Aber davon hast du dann im Endeffekt nichts. Diesen Ranked, wo du dann einen echten Rang hast, der auch überall gezeigt wird, da geht nur noch alleine. Und da kriegt man dann halt durch den Scheiß-Teams. Vor allem in Muschelchaos war der Modus keiner kapiert, der neuen. Ich habe 2 Runden heute gewonnen, die habe ich komplett alleine geholt. Da habe ich sogar Clips von. Ich habe komplett alleine die ganzen Muscheln da reingeworfen. Und alle Gegner gekillt. Das ist natürlich auch nice. Weil da mache ich den Korb da auf, wo man die Muscheln reinwerfen muss. Dann läuft meine Teamkameraden mit 7, 8 Muscheln, 2 Stück, einfach daran vorbei, ohne die reinzuwerfen. Yes. Weil die nicht wissen, wie das funktioniert. Warum spielt man das dann? Kannst ja doch die. Oh, ich hab eine Kiste. Du kannst doch einfach das Tutorial durchlesen und dann spielen. Ha? Ich glaub, die öffne ich jetzt. Du kannst mich übrigens einladen, ne? Dann könnte es Arbeit sein. Oh, nee, dann ist kein Arbeits-T-Shirt. Ja, yay, 30 Punkte. Och, Cookie hat ja wieder abgeräumt hier. Ich glaub, ich öffne eine Kiste. Ach, du wolltest Ranked machen, oder? Yay, Silber 2, Liga 4. Soll ich kurz Account wechseln? Ja, bitte. Du wissen es ja noch vom letzten Mal, ihr gegen Platin zwar nicht so gut. Ja, spätestens als Pex, Rex und Max dann kamen, war eh Feierabend. Ja, das stimmt. Die spielen ja Platin, nee. Also? Hi. Hi. Was war das? Ich muss kurz was umstellen. Ja, jetzt klingt er nochmal. Warte, Corti, willst du meine Kiste öffnen? Ich hab grad eine Kiste bekommen und ich hab sowieso genug Schlüssel, willst du die öffnen? Ich habe keine Ahnung, wie ich das Zeug dann wieder zurückgeben kann, ne? Das kannst du dann einfach nach 7 Tagen. Das kannst du nach 7 Tagen dann erst traden, aber das kannst du nicht. Nach 7 Tagen nicht, das ist, wenn du dir den Schlüssel kaufst. Ach so, du kannst da direkt handeln? Ja. Okay. Hört man mich? Ja. Ja, man hört dich. Gut, dann ja, tatsächlich, Noah hat er. Du musst akzeptieren. Dann erinnere mich aber die Tage nochmal dran, ne? Was es war und dass ich sie das dann irgendwie wieder zurückschicke, wenn wir mal abends zu kommen. Nee, Kev, du fandst den ersten besser? Ich fand den ersten besser. So. Tatsächlich. Cookie, guck hin, jetzt bin öffnen. Im zweiten eher nicht so. Ich muss kurz den Stream anmachen. Ja gut, aber im Endeffekt, ich war damals auch so der Meinung, ganz ehrlich, Splatoon 2 war auch wirklich nur 1,5, kannst du fast sagen. So, aber warte mal kurz, Schlüssel benutzen. Ich liebe das Spiel über alles, aber ich habe halt den ersten Teil nicht besessen. Ich habe halt die Story durchgespielt, da finde ich die bei 2 viel besser. Zum Multiplayer kann ich aber halt nichts sagen, den habe ich nie gespielt bei 1. Es ist halt,
Ja. Oh, dann gibt's nur Ben was sagt eigentlich richtig. Also. Ich hab kein Loot-Glück, tut mir leid. Geil! Das ist nicht so gut. Das ist ja richtig geiles Teil, was du da gekriegt hast. Kannst du noch nicht schenken. Dann aber bitte auf einen richtigen Account. Was? Warte, was ist für Takumi? Ja. Doch, da will ich das haben, weil das ist mein Hauptauto, das ist mein Main-Auto. Dann ja, fix ich ihn. Dann gib mir das echt jetzt... bitte. Nee, ich will's haben. Geil. Schick ihm das. Ich muss kurz ich Account nochmal wechseln. Oh, wie mache ich das denn? Extras, ne. Du musst mich einfach einladen, wenn ich gleich im Training bin. Das warten, bis ich im Training bin. Ey, Nonik, aber weißt du, was richtig bitter ist? Hm? Ich habe 5 Sticker von einer Crate zusammen. Dann kann man das ja so, also halt so eintraden, dass man dann eine, hier... dass man eine Gewöhnlichkeit höher bekommt. Weißt du, was ich meine? Also wenn du 5 von seltenen eingibst, dann kriegst du ein sehr seltenes Item. Und weil ein Item mit einem Dekori da war, das es zu Weihnachten gab, habe ich jetzt auf dem neuen Item auch so eine, also kann ich das nicht tauschen. Und jetzt kannst du raten, für welches Auto das ist. Weiß ich nicht. Takumi. Takumi ist Beste. Takumi Vector. So, wie also... sieht das aus? Oh, cool. Nonik, da animiert. Kannst du dich dann beim Cookie bedanken. Ich hab's geöffnet und jetzt wechseln wir da. Sonst gehen wir unter. Ich wechsle mal das Auto. Kurz. Ich glaube, ich hab noch einen Dekodierer. Ich will doch wieder meinen DeLorean haben. Ich hab keinen Dekodierer. Yay, DeLorean. Ach, hast du denn DeLorean gekauft? Schon lang. Das ja, ich hab halt nur das. Den Skyline habe ich auch. Ich habe auf dem PC fast alle, nur ich wollte mir die nicht doppelt kaufen, weil mir das dann zu blöd ist. Auf dem PC habe ich sie ja nicht, deswegen. Na gut, ich habe es alle auf PC. Also ich habe ein Batmobil und dieses Pack mit Dominus und Takumi. Ich habe mir halt nur Chaos One gekauft, weil da mein Takumi mein Hauptauto drin ist. Das ist mir doch egal. Ich muss halt immer wieder dazu sagen, der DeLorean, jetzt mal abgesehen von dieser ganzen Zeitmaschinenumbau, der normale DeLorean ist und bleibt mein Traumauto. Den würd ich gerne irgendwann mal fahren. Kotti, hast du meinen Wagen schon gesehen? Lad mal ein hier. Was, den goldenen? Das steht doch neben mir, ja. Ja. Wie selten sind die Teile da schon wieder dran? Eigentlich gar nicht. Dieses Teil, was ich da drauf habe, ist eigentlich 2 oder 3 Keys wert. Einer hat mir, also einmal habe ich das einfach abgekauft für 1 Key. Ja. Die Reifen kriegst du auch so, die kann man nicht traden. Krass, wie der da Training drin ist, ey. Okay, lo. Erinnert mich ein bisschen an meine CSGO-Freunde. Ich habe da aber nie was von gehalten. Ich habe noch nie Geld in so ein Spiel gesteckt. Also in so Skin-Sachen. Ich habe nur ein einziges Mal bei Overwatch für 5 Euro Lootboxen gekauft. Was? Weil ich mir Diablo gekauft habe und das Guthaben eh noch auf Battle.net war. Und wofür soll ich es ausgeben, wenn ich eh nichts anderes spiele? Ich konnte halt nichts anderes davon holen. Und Kev, was kaufst du so alles? So gut wie gar nichts. Ich habe nicht mal Rocket League gekauft, also naja. Cheesy bei Magus. Ja, das, ja, glaube ich, tut jeder. Oh, 107.000. Ja. Magus ist Baylife. Yay! Was ist mit deinem Mikro los? Das klingt irgendwie anders heute. Nee, wie war das? Ja, gell, es halt heute ein bisschen, ne? Es halt? Kann denn vielleicht, das halten heute? Vielleicht hättest du das Mikro aus Versehen angewählt oder so. Warte mal. Aber ich kann mich jetzt schon mal freuen, weil endlich ist der Bug behoben in Game Capture. Endlich. Endlich habe ich wieder den Live-Output auf meinem Bildschirm. Also, haben sie sich ja lange Zeit gelassen für, ne? Oh, der war neues. Oh. Ja, danke. Wow, Kev. Das geht jetzt erst wieder? Ja. Ich dachte, das hätten die schon längst behoben. Nein. Das meintest du also, das geht jetzt erst wieder? Ja. Alter. Was? Oh, das ist doch dreckig im Fallen. Warte, die andere Seite. Es ist schön, dass es wieder geht, aber es ist echt dreckig, dass das jetzt erst wieder geht. Das ist schon bitter. Gedauert, ja.
Fitness in Global eingerankt. Nice. Ich sag ganz ehrlich, ich gehe vor. Ich bin und bleibe bis jetzt mit meiner Capture Card eigentlich zufrieden. Es läuft, ich hab Bild. Ich bin mit meiner auch sehr zufrieden. Welche hast du eigentlich? Na, keine. Stimmt, deswegen, ja. Deswegen frage ich ja gerade. Mann, irre, ich sollte hinten bleiben. Ich hätte aber gerne eine. Also, wenn irgendwann einer von euch sich eine neue holt, ne, ich nehme die alte. Hättest du fast Glück gehabt, wo ich auch überlegt habe, aufzuhören. Da hätte ich nämlich meine Ava Media bestimmt verkauft. Ist das eine interne? Nein, extern. Mist. USB 3.0. Ja, ich hast muss mir dann. PCI Express Slot. Hast du überhaupt einen? Ja, zwei. Freie. Musst du. Also, wenn ich aufhöre dann, dann nimmst du meine richtig. Ja, mein PC hat drei Slots davon und noch einen Grafikkartenslot, aber meine Grafikkarte braucht zwei Slots. Kev holt sich jetzt bestimmt die neue mit 4K, was weiß ich. Bam, der ist weggeklatscht. Zu teuer einfach. Ne, solange ich auf seiner läuft, warum? Ja, eben ganz vielleicht ehrlich. Wird mir jetzt auch gesponsert. Was willst du auch groß heute mit 4K aufnehmen? Da kannst du ja für die Zukunft vorsorgen. Für mehr brauchst du es auch nicht. Du brauchst halt ein paar Jahre keine neue. Nein! Oh. Schade. Aber voll. USB 3.0 könnte ich auch nehmen, und dann müsste ich mir erstmal so ein Ding holen, was ich anschließen kann. Nice, noch nicht. Also ich habe nämlich keine USB 3.0 Anstecker. Okay. Anschlüsse an meinem PC. Ja. Beispiel für die Ava Media, um was zu sehen, brauchst du den ja. Ja, aber das, so ein PCI-Slot davon kostet ja nur 15 Euro mit 4 Anschlüssen davon. Das kannst du ja einfach aufrüsten. Ja, da ist die Ava Media, glaube ich, ein bisschen zickig, was das angeht. Die nimmt nicht jeden. Echt? Ja. Aber du hast einen. Am einfachsten, halt was definitiv funktioniert, ist halt meistens. Wenn du einen Intel-Prozessor hast, der integrierte USB 3.0 geht eigentlich immer. Ja, ich habe einen Intel-Prozessor von 2000. Aber nichts Integriertes, das habe ich gerade. Nein! Ich habe einen Intel-Prozessor, der 2008 rauskam. Ist ja gut. Hm? Danke. Mein PC ist 10 Jahre alt. Du, das Thema hatten wir schon mal, ne? Rankt ihr gerade? Ja. Der hat Probleme mit der Stromzufuhr, seit er neue feste Grafikkarte drin ist. Das habe ich dir schon mal gesagt, da müsstest du mal ein neues Netzteil ausprobieren, ne? Ja. Dann bräuchte ich mal ein neues Netzteil. Kauf. Wie gesagt, ja, von welchem Geld, du Witzbold? Kauf. Von welchem Geld, du Witzbold? Och, Leute. Du reiche Sau, du. Ja, gerade noch nicht. Hey, wie gesagt, wir wollten ja nochmal. Ich wurde weggeklatscht. Ich find's ja so geil, dass sie für den DeLorean die Original-Sounds aus dem Film genommen haben. Ach, Mist. Ist ja auch der Sinn gekostet haben. Hä? Wird gekostet haben wahrscheinlich. Naja, cool. Das hat nichts gekostet, glaub mal. Die Lizenzgebühren bestimmt. Das ist doch extra Kooperation, das ist doch Werbung für die. Das war irgendwie zum Jubiläum vom Film oder so. Da kommt ja nicht Rocket League auf die Filmemacher zu, sondern eher umgekehrt. Ach so, wusste ich gar nicht. Ich dachte, die haben sich verschiedene wichtige Partner so ungefähr geholt und. Ja. Nee, Rocket League ist ja ein ziemlich beliebtes Spiel, ziemlich erfolgreiches, und da macht man dann halt irgendwie Partnerschaften. Der geht rein. Nein! Oh. Vor allem gibt's da ja jetzt öfter was, auch Batman hatte da was, Fast and the Furious. Ist halt interessant, dass das genau meine zwei Lieblingskarren sind, ne? 99er Skyline und. 80er DeLorean. Genau die beiden. Von daher finde ich's geil. Ja, ich habe mich mit Autos nie wirklich befasst. Mach du nie. Weil in Autos wird mir schlecht. Außer in Rocket League. Wow. Deswegen, ich bin kein Mensch, der sich mit Autos befasst, weil ich immer, wenn ich an Autos denke, kriege ich schlechte Laune. Aber hier mit 120 Sachen über den Platz fahren. Wobei ich sagte ganz ehrlich, Rocket League VR, das ist Motion Sickness pur. Nein, aber ich stelle mir das gerade vor. Boah, kommt bestimmt. Ja, geil. Kommt bestimmt auch irgendwann. Alter, das hast du mich gerade so weggeklatscht. Ach, verdammt.
Ich sag euch ganz ehrlich, mir wird bei Minecraft VR schon schlecht. Hast du Minecraft VR ausprobiert? Bessere Frage, es gibt Minecraft VR. Ja, für die Gear VR, Samsung. Achso, das meinst du. Ich dachte, du meinst jetzt die HoloLens-Version. Nee. Gear VR. Ja, HoloLens habe ich natürlich auch hier, ne? Muss ja. Kostet ja nix. Ja. Ja, sonst noch Wünsche. Ja, ein PC, der nicht 10 Jahre alt ist. Da krieg ich den auch irgendwann gesponsert, mal gucken. Wow. Da krieg ich aber auch den alten XD. Das ist sogar minimal besser als deiner, oder? Hä? Das sind sogar minimal besser als deiner, ne? Meiner. Deiner ist bestimmt mehr als doppelt so gut wie meiner, aber okay, Chef. Echt? Ich hab doch nichts großartig, ich bin 760er. Oh, Chief Pizzaschild. Dachaufsatz ungewöhnlich. Was für Prozessor hast du? 6700. Right. Nein, ich möchte nicht Zion in deine Party. Mann. Okay. Warte, ich sag dir die Taktfrequenz, ich glaub 3,4 oder so. Bei mir 2,67. Ja, 3,4. Intel Xeon E3-1231V3. Ach, ein Xeon? 3,4 GHz, ja. Wie viel RAM? Prozessor. 8. Okay. Dann ist er echt gar nicht so krass besser als meiner, dachte ich immer. Ne, 3,4 GHz ist nett. Ja, 4,4. Ich kann mit meinem halt noch nicht mal vernünftig streamen, ne? Wenn ich... Internet ist da, aber PC nicht. Ach, ihr seid schon wieder alle rausgegangen, ups. Bei PS4 kann ich auch mit 720p 60 FPS streamen. Meine PS4 ist stärker als mein PC. Bin stolz auf meine PS4. Ja, wer vom Bettmobil spricht, da steht plötzlich eins. Ja. Und wenn ich bedenke, dass teilweise Spiele existieren, die auf der Switch besser laufen als auf meinem PC, ne? Also Doom krieg mein PC nicht mit 720p 30 FPS, ja. Da bin ich froh, dass ich das auf der Switch spielen kann. Ich hab's mal in 4K ausprobiert bei mir. 55 FPS. Ja, es geht. Das ist sehr gut. Ich hab nur keinen 4K-Bildschirm. Du müsstest dich mal wieder ausprobieren. Ich hab's damals in einer Open Beta gespielt, wo es aber auch extreme Probleme mit Nvidia GPUs hatte. Das stand auch im Startbildschirm, dass das noch nicht Nvidia-kompatibel ist. Das lag wahrscheinlich daran. Spät, als es dann rauskam, gab es damit eigentlich weniger Probleme. Ich müsste es mal ausprobieren, ich habe aber keine, das besitzt leider, wo ich es probieren könnte. Und ganz ehrlich, nice. Und Doom ist jetzt nicht so das ressourcenfressende Spiel. Ich kenne leider niemanden, der es auf Steam hat, dass er mir die Bibliothek teilen kann dafür, dass ich es ausprobieren kann. Ich schwätze mir die Tage nochmal. Wenn es laufen würde, würde ich sogar die PC-Version kaufen, einfach weil die am billigsten ist. Ich krieg's ja für 5 Euro hinterher geschmissen. Du, ich hab doch die Steam-Version, warum fragst du nicht? Ah, hi. Uah. Gib Bibliothek. Wer hat mich da gerade weggeklatscht? Du. Da wüsste ich was von. Nee. Doch. Auch wenn's so wirkt, aber Leute, ich bin froh, dass sie wieder da ist. Wo warst du denn? Lernen. Oh. Nice. Bin sogar noch hinterhergefahren. Sie war mir schon sympathisch. Hm? Als sie dabei war. Als wenn, noch, da warst. Wenn wir jetzt noch ein paar Jahre warten, dann hast du im Hintergrund jemanden, der noch frecher ist. Ja, wenn die Kleine dann noch hier. Nee, die hat da im Bett zu sein um die Uhrzeit. Ist ja im Moment. Okay, stimmt. Um die Uhrzeit auch ein paar Jahre noch. Das ist richtig. Vor allem in ein paar Jahren. Jetzt wahrscheinlich noch nicht so, ne? Oh doch, du, die Kleine ist meistens so um 7. Boah, was war das denn? Schläft die gut? Ja. Okay. Also um spätestens 7 liegt sie in der Falle und pennt dann aber auch meistens so bis um 8. Glanzparade so halb, obwohl es keine war. Also mein Neffe, der schläft auch sehr tief und fest und lang, aber der wird halt oft wach durch irgendwas. Meistens guckt sie uns mal kurz an, wenn wir uns dann irgendwann abends nochmal dann ins Bett legen. Aber ansonsten, sie schläft eigentlich gut. Gestern war ganz krass, da hat sie ihren Mittagsschlaf ausgelassen und hat dann die Nacht glatte 14 Stunden durchgeschlafen.
Erst normal dann. Also ganz ehrlich, Power ich mag cast. Meine Kleine. Und meine Große auch. Ne? Ja, dann nett. Ui, sag mal doch, dass jetzt der Ball hinter mir ist. Was mich gewundert hat, man kann bei Stardew Valley auf der Switch Clips erstellen. Echt? Ja, echt? Das geht. Das hat mich gewundert, als ich das gespielt habe. Weil ich probiere es immer bei jedem Spiel direkt aus, wenn ich ein neues habe. Oh. Einfach aus Neugier immer. Ich habe das ehrlich gesagt bei Odyssey einmal kurz getestet. YOLO. Ups. Nein! Oh. Einmal kurz getestet und das war's. Hab diese Funktion nie wieder benutzt. Ich benutze sie tatsächlich sehr oft. Ich benutze das bei Splatoon sehr oft. Ja, ich auch. Oder halt, wenn mir was Cooles passiert, auch in Zelda und Mario Odyssey. Ach Gott, wenn ich doch nur gescheit fliegen könnte. Sorry, Jungs. Zum Beispiel hatte ich bei Zelda. So viel Shit, ey. Bei Zelda war ich im Hauptmenü und als ich wieder ins Spiel kam, bin ich die Klippe runtergeflogen und bin in der Luft stecken geblieben, hat zweimal Fallschlag gekriegt und da ist der Gegner um mich rumgespawnt mit zwei Herzen. Yay. Da habe ich einen Clip von gemacht. Ach Mann, du kriegst doch sowieso mittlerweile jedes Spiel klein, ne? Ja. Ja? Ich weiß, du, da stehst du auch zu. Ich hatte bei Rocket League auch schon Blue Screen, keine Sorge. Nee, oder? Doch. Das gibt's nicht. Sag mal, möchte dich Nintendo oder irgendwer nicht mal langsam als Beta-Tester oder, oh, ne? Und bei Overwatch hatte ich es bei Tro im Stream sogar. Da habe ich sogar schön angekündigt. Auf. Mein PC-Ton leckt mal wieder rum, ich habe gleich einen Bluescreen. Ich sag's nochmal tschüss. Ja gut, wenn du es weißt, ist doch gut. Ja. Nein. Ich bin nur froh, nur das Problem ist, meistens geht er dann im Bluescreen, hängt er sich komplett auf, nein, statt dass er neu startet und dann geht er stundenlang nicht an. Ich hatte Glück, dass er direkt neu gestartet ist. Was für ein Ohr. Sonst wäre ich im Stream nicht mehr da gewesen. Oh. Wer kennt's? Deswegen bin ich froh, dass Kev nur Konsolen wieder streamt. So gut wie. Ich habe ja auch schon mal Hearthstone gemacht, also PC gibt's schon auch. Ja, aber. Aber juckt halt irgendwie niemanden. Ich gehe halt ein bisschen so nach allgemeinen Interessen. Bei Hearthstone wird's doch nicht besonders jucken, wenn ich rausfliege. So. Dann hast du halt gewonnen. Ja, dann zieh ich dich ab, du Dobi. Aber Rocket League läuft bei dir auf dem Rechner problemlos. Du, bei mir läuft vieles problemlos. Overwatch läuft problemlos, Rocket League läuft problemlos. Nur wenn er da mal Mucken macht, macht er Mucken. Da ist es dann egal, welches Spiel. Der hat dann einfach manchmal seinen Hänger. Die wichtigste Regel an meinem PC, wenn ich ihn hochfahre, muss ich ihn immer erst einmal neu starten, bevor ich ihn benutze. Sonst schmiert er definitiv ab. Oh, ich kam zu spät. Aber wenn er mal läuft, dann läuft er auch. Deswegen lasse ich den meistens am Wochenende und in den Ferien durchgehen an. Weil ich habe keine Lust, dass der, wenn ich dann am Zocken bin, irgendwann abschmiert. In der Woche ist mir das ziemlich egal. Wann der hier das letzte Mal aus war. Du kannst im Taskmanager gucken, wie lange der an ist. Müsste ich mal machen. Wäre sicher interessant. Wie viele Monate der jetzt schon durchläuft? Nein! Und wann hast du das letzte Mal ausgemacht? Stromausfall. Nee, irgendein größeres Windows-Update. Bin der Einzige, der ihn wahrscheinlich jeden Abend runterfährt? Ja. Ich bin ganz ehrlich, er braucht nur 20 Sekunden zum Hochfahren, aber meistens denke ich mir dann immer, nö. Ich hab auch bei mir ist es halt, der braucht 15 Minuten zum Hochfahren. Oh, wo ist der Ball hin? Machst du halt neben mir einen Kaffee, passt. Das mache ich ja auch morgens so, wenn ich aufstehe, ich mache ihn einmal an, starte neu, gebe dann mein Passwort ein, wenn er neu gestartet ist, das geht nämlich schnell. Und während er dann alles lädt, was halt dann diese 15 Minuten dauert, mache ich mir einen Kaffee. Ach Gott. Schon mal fertig und alles. Entschuldigung. Nice. Oder manchmal mache ich es halt auch so, dass ich ihn einfach auslasse und dann einfach sage morgens, gut, ich benutze die PS4 für Netflix, YouTube und zocke dann was. Weil das kann ich ja auch mittlerweile machen. Ich weiß. Danke. Ich kann damit dabei YouTube meine Playstation benutzen, zum Glück. Es fliegt gleich was. Ich bin halt einer, der braucht morgens beim Frühstück Netflix. Netflix, ne? Frühstück? Was?
Oh, falsche Richtung. Stimmt, du frühstückst noch? Was machst denn du morgens? Kaffee und eine Kippe und das war's. Ja, allein schon Kaffee brauche ich. Ja gut, ohne Kaffee morgens geht gar nichts. Leute, das Ding haben wir verloren. Ja, auch wenn ich nicht frühstücken würde, würde ich zu meinem Kaffee halt an Netflix schauen. Weil ich möchte am Mittag meinen Kaffee da hinsetzen, 20 Minuten und den da genieße. Ich würde mal sagen, das war ein neues Banner. Bei mir ist aber auch so, mein Kaffee mache ich mit Kaffeeweißer statt mit Milch. Deswegen muss der lange abkühlen. Ja, wenn ich das mit Milch mache, sitze ich auf der Toilette den ganzen Morgen. Ah, alles. Ja, da kenne ich noch jemanden, der da so eine Laktose hat. Also deswegen braucht mein Kaffee lange zum Abkühlen, dann sitze ich auch schon 20 Minuten mit dem da. Da reicht eine Folge Netflix. Apropos Leute, ich habe vorhin am Anfang des Streams noch gesagt, ja, vielleicht kommt demnächst irgendwann mal wieder als Live-Let's Play Breath of the Wild. Es führt gerade mit 3 Stimmen. Und würde sagen, das ist jetzt mal die letzte Runde. Ja! Hast du mich jetzt erschreckt? Ich habe auch gerade nichts zum Werfen hier. Doch, den Controller. Den brauche ich doch noch. Ja, nimmst du den Joy-Con. Okay, jetzt sind es 4, ne, Herr Kev? Ja. Das. Eine gute Wahl. Ja, ich meine, ist gut, komm ich mal voran. Aber wie wir heute gemerkt haben, was ist eine Dreiviertelstunde? Nicht viel. Das ist das Problem. Hä? Du, ich habe heute mega verschlafen. Das hatte ich Kev auch geschrieben. Was? Na, ich habe Urlaub. Ich hatte deutsche Hilfaufgabe. Ich sagte dir schon mal, dass ich um 12.15 Uhr Schule aus habe und die auch um 8 Uhr losgeht, ne? Mhm, wann bist du aufgestanden? Ich bin um 12 Uhr aufgewacht. Okay, das ist dann schon wieder krass. Letzte Woche habe ich aber auch verpennt. Das war ein bisschen scheiße. Ich war aber auch mega müde, weil ich die Nacht davor kaum schlafen konnte. Dann hat es wieder nicht geklappt. Ich merke jetzt einfach, wie ich, weil ich so lange geschlafen habe, immer noch hellwach bin. Das heißt, das wird schon sehr schwer morgen. Ja, aber vor anderthalb Wochen, aber auch um 6.30 Uhr bin ich normalerweise an der Arbeit. Ja, um 7.45 Uhr bin ich aufgewacht. Gut, das hat aber auch einen anderen Grund. Mein Handy meinte irgendwie, sich nachts aufzuhängen oder zumindest der Ton. Ja, mein Handy ging ja auch nicht. Ich habe ja zigtausend Wecker, stelle ich mir immer. Ja, mein Handy ging ich nicht. Auch. Weißt du, wie das morgens war? Ich gucke auf mein Handy, es ist nur noch am Leuchten, kein Vibrieren, kein Ton. Es haben 10 Wecker gleichzeitig geklingelt, nur ohne Ton und Vibration. Wow. Ja, das war böse. So, erstmal hier Befreiungsschlag. Jetzt haut mal weg die Pille. Ich weiß auch nicht, warum mein Handy heute nicht geklingelt hat. Es hat einfach nicht gewollt. Ich hatte es auch schon mal. Den hast du gerade so reingedribbelt, oder wie? Ja, mach ich oft. Krass. Wenn Feier Bad ist, warum nicht? Und weg waren sie. Alles klar. Ja, böse. Das war ganz gut. Aber es lässt sich auf der Switch doch echt gut spielen, das Spiel. Ja. Ich spiele es ja tatsächlich mit meinem Schulkollegen. Habe es jetzt die letzten 2 Tage immer mit den kleinen Pro, mit den Joy-Cons gespielt. Geht auch super. Nee, das geht richtig geil. Mit den Joy-Cons komme ich überhaupt nicht zurecht bei dem Spiel, tut mir leid. Du, das war's, das Super Mario Bros. Kann ich. Pass. Als ich bei meinem Kumpel gepinnt habe, hatte ich beim Pro-Controller nicht mit, voll. Mhm. Ja. Und das war's, das Super Mario Bros., wo ich mir das gekauft habe, habe ich das nur mit schrägen Joy-Con gespielt, weil ich das mit den beiden nicht kann. Ich kann das mit schrägen Joy-Con, ich kann es mit Pro-Controller, aber ich kann es nicht mit beiden. Zumindest nicht freihändig, ich hätte meinen Joy-Con-Grip nicht mit. Du, das Einzige, was ich tatsächlich brauche bei den kleinen Joy-Cons, sind die Handgelenkschlaufen wegen den größeren Triggern. Die hatte ich halt auch nicht mit, aber bei Rocket League bräuchte ich die auch für die Trigger. Ja. Nur, das ist halt kein Spiel, wo du Schultertasten brauchst, ne? Ja. Mario und Laufen. Springen und rennen, mehr nicht. Echt, ich dachte Special Moves noch durchführen mit ZR, ZL und so. Natürlich! Ja! Handgelenkstoff kostet ja 7€ oder so, ne? Glaube ich, oder? Ach, wenn der Online-Service kommt, kriege ich jedes NES-Spiel umsonst. Cash. Also diese vordefinierten, was meinst du? Ja, ich kann, kann man die Joy-Con-Schlauf nicht auch separat kaufen? Ging, glaube ich, ja. Oder? Ja, kann man. Wie teuer? Oh, ich glaube 5€, ja. Oder? Die waren recht günstig. Ja, 5€, glaube ich. Das war aber das einzige Teil für die Switch, was günstig war. Ja, ich brauch einen neuen. Einen neuen? Ja, das gibt's, glaube ich, sogar nur einen Zweierpack. Aber mir ging diese Handgelenkschlaufe auf den Nerven.
Dann habe ich das Ding aufgeschraubt und wollte die rausnehmen. Aber es ist jetzt komisch und geht immer ab. Also ohne diese Schlaufe hält das nicht mehr vernünftig an Joy-Con. Ich hätte gerne neue vernünftige dann. Aber die sind echt nicht teuer, das. Aber ich hab die einfach dann, weil ich blöd war, kaputt gemacht quasi. Ach, guck, die haben mir das Tor geklaut. Da sind so kleine Teile drin und die fehlen jetzt einfach. Das stimmt gar nicht, der wäre gar nicht reingegangen. Doch, ich hatte nämlich stehen Torschuss. Ich war gerade hinten am anderen. Ach so. Ich guck mal eben auf Amazon, gibt's hier doch bestimmt. Ich geb meinen vor. Nee, doch, keine Vorlage. Nee, ich hatte Torschuss. Erst war es Mittelfeldpass, dann Torschuss. Und oh, der kommt auch. Seit wann gehe ich dann so aggressiv in den Angriff? Was ist mit mir los? Oh, vor allem, ich hab keinen Boost und die kommen. Ah! Ich hab Boost. Aber zu betonen werde ich mich, also mit dem grundsätzlichen Fazit selber werde ich mich nach dem Story-LP befassen. Ich habe jetzt einfach nichts aufgenommen, weil ich unmotiviert war, weil da immer Pixel-Sachen drin waren. Das ist jetzt aber durch einen GeForce-Treiber behoben worden. Okay. Meine Videos sind dann jetzt nicht mehr mit so kleinen Pixel-Fehlern, seitdem ich den neuesten GeForce-Treiber habe. Ach, lag's doch nicht an deinem Profil. Nö, aber das Profil ist trotzdem gut. Kev, ich habe doch irgendwo dieses Video... Hast du es noch irgendwie verbessert oder kann ich das... Aua, das eine noch... Weil du es hast gehen mir beide, das... Weil du hast mir irgendwann mal ein neues... Genau, die neuen, das sind die mit... Noch mehr Bit? Nee, die Bit kannst du ja einstellen, wie du willst. Ich hab... Also Bit ist vollkommen egal. Ich hab dir die Einstellungen bloß selber so gemacht, dass es sinnvoll ist. Weil es gibt ein paar Sachen wie maximale Renderqualität, was für uns unwichtig ist, weil das nämlich die Bit selber erhöht auf 32x32x32 oder so. Okay. Wieso gibt's denn auf Amazon nicht, die originalen Handgelenkschlaufen auf Amazon, sondern nur solche gefakten? Also im Laden habe ich sie gesehen. Ja, ich auch. Ich auch. Apropos Kev, ich habe jetzt auch mal bei OBS lustigerweise, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, meine letzten Streams hatten ein bisschen geruckelt. Jetzt hab ich. Ich war beim letzten Stream tatsächlich kurz dabei und bin nach ein paar Sekunden ohne Angabe von Gründen jetzt einfach mal gegangen. Du, das ist mir auch sehr bewusst gewesen. Nein, Entschuldigung. Das war mir auch in dem Moment sehr bewusst. Du hast mir, glaube ich, sogar irgendwas geschrieben, aber das war auch, glaube ich, schnell wieder weg. Ich hab's schnell wieder gelöscht, weil ich mir gedacht habe, nee, ich sorge jetzt nicht für Beef. Ich hab's im Augenwinkel aber gesehen. Aber das war mir auch klar. Nee, Dingsbums. Ich lasse OBS jetzt lustigerweise mit dem Shadowplay-Codec die Aufnahme starten und plötzlich ruckelt's nicht mehr. Weil es jetzt alles über die GPU läuft. Der NVENC-Codec ist doch der über den auf Shadowplay läuft. Und jetzt habe ich sogar fast die doppelte Bitrate der fertigen Videos mit OBS und es ruckelt nichts. Und es läuft gerade sogar mit 60 FPS, also der Stream ist gerade mal 60 FPS. Krass. Und das habe ich eigentlich... Das hab ich noch nie hingekriegt. Müsst da mal reinschauen, ich hab den gar nicht angeguckt, seit Rocket League läuft. Und die CPU. Du, wir spielen auf der Switch, das läuft doch eh nur mit 30 FPS. Nein. Nicht? Das läuft mit 60. Das ist bei 3 gegen 3 doch nicht. Doch. Echt? Es droppt ganz ab und zu ganz kurz, aber es läuft mit 60 durchgehend. Naja, aber Kev, lass mich so ausdrücken. Meine CPU sagt gerade eine Auslastung von knapp 20%. Beim letzten Stream Rocket League waren wir bei knapp 60, zwischen 60 und 70. So. Nice. Ich verstehe es aber noch nicht, wie die Leute einfach den Unterschied zwischen 30 und 60 FPS nicht sehen können. Ich sehe das sofort. Ich sehe das mit meinen Augen einfach. Ich kann aber wahrscheinlich auch, aber hier ist mir das jetzt nicht so aufgefallen. Aber ich sehe es im Stream, das sieht schön aus. Es läuft auch alles gut. Also, der Balken ist grün, CPU gerade läuft so bei 15% und ich nehme auf und streame. Also von daher, ich glaube, ich habe endlich meine Einstellung gefunden und muss jetzt auch leider sagen, genau, das war's auch schon wieder für heute. Was am Donnerstag drankommt, warte, ich kann ja mal gerade kurz gucken. Bis jetzt sieht es aus, Stardew Valley und Breath of the Wild. Also... Nein, ich bin nur eigentlich ganz zufrieden mit dem Ergebnis bis jetzt. Ist mal wieder was anderes. Oh, sei doch mal still. Lass mich doch mal ausreden. Danke, Cookie, Kev und Nonik, dass ihr dabei wart. Am Donnerstag könnt ihr natürlich auch wieder, ne? Ich bin ja eh im Voice. Schneid einfach rein. So viel geredet. Bitte erschrecken, Wolf. Hä? Es ist doch lustig, also passt schon. Wie gesagt, danke euch, dass ihr da wart und alle im Stream, danke, dass ihr dabei wart. Gehabt euch wohl und tschüss.
Ciao. Tschüss. Adios.